2. Grenzenlos hören. Das Tagesgespräch. Das kontroverse Hörerforum am Mittag. Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr. Grüß Sie, ich bin Stefan Parisius. Weitermachen wie bisher ist nicht möglich. Die Wirklichkeit hat uns eingeholt. Das schreibt heute der Commerzbank-Chef. Und er meint damit die Griechenland-Krise. Die ist inzwischen ja längst auch zu einer Irland-, Portugal- und Spanien-Krise geworden, spätestens seit dieser Woche auch zu einer Italien-Krise. Und mit jeder zusätzlichen Milliarde, die für Rettungsfonds, Schutzschirme, Krediterleichterungen bezahlt wird, droht es immer mehr zu einer Euro-Krise zu werden. Weniger als 1 US-Dollar 40 ist unsere Währung aktuell noch wert. Verlust in einer Woche 3,5%. 20 Minuten vor 1. Wir gehen nach Frankfurt am Main zu Hildegard Bieck. Hallo. Einen schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich einschalten. Gerne. Ich würde sagen, die Überschrift meines Gedankens ist im Grunde genommen, der Zins und Zinseszins führt unweigerlich zur Armut der Völker und der Menschen, nicht der Banken. Da in den Schulen überhaupt nicht mehr vom Zinseszins gesprochen wird, das heißt, selbst unser Land, wo wir Exportweltmeister sind, ja, müssen ja neue Gelder aufnehmen, um nur den Zins zu bedienen. Diese Märchenstunde von dem Herrn Schäuble, ja, wenn ich dann höre, die Generation, die hinter uns kommt, es werden Tausende von Jahren sein, bis die überhaupt diese Billionen bezahlen können. Also das ist das Problem. Der Zinseszins ist die Nummer eins aller Übel, weil das Kapital, was erarbeitet wird, wird von den Menschen erarbeitet, die immer mehr arbeiten müssen, immer weniger Gelder bekommen. Es ist nur alleine in Deutschland, 10% der Bewohner besitzen 50% des Kapitals. Und der Rest von 90% der Menschen, ich spreche jetzt hier nicht nur von unserem Land, müssen sich die restlichen 50% teilen. Es wird immer auf die Leute rumgehackt, keine Arbeit oder sonst irgendetwas. Es fehlt an guten Schulen. Wir versaubeuten wirklich unsere Jugend mit unserer unmögliches Schulsystem. Jetzt glaube ich, wird es allmählich so eine fundamental insgesamt Kapitalismuskritik. Nein, ja, aber ich bin nicht im Moment. Ja. Ich bin weder für den Kommunismus schon gar nicht oder sonst irgendetwas. Ja? Ja, ich wollte nur sagen, Frau Bieck. Es kann nicht sein, dass Schulden gemacht wird ohne Ende, Banken fallen um. Und die Menschen müssen dafür aufkommen. Ja, richtig. Den Punkt wollte ich auch gerade aufgreifen und rausnehmen. Und als Frage, eben als Ausweg aus dieser Schuldenfalle, in der wir auch stecken, nicht so massiv. Nur noch mal Fragen, Herr Höfner. Leben wir konsequent seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse? Also wir, auch wir hier, und müssen wir uns tatsächlich da nicht sinnvollerweise, allein schon wie Frau Bieck sagt, im Sinne der Generationengerechtigkeit, darauf einstellen, Einschnitte zu machen? Ja, wir sollten nicht nur über Griechenland schimpfen. Wir haben 2000 Milliarden Euro Schulden. Das ist einfach über die Verhältnisse gelebt. Wir haben mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Klingt so, als ob Sie zu denen gehören würden, die sagen, wenn jetzt mehr Einnahmen sind von der Steuerseite, bloß keine Steuersenkungen. Ich würde jetzt das in der Tat im Augenblick keine Steuern senken, sondern erstmal die Schulden zurückzahlen. Hat Griechenland in 5 Jahren noch den Euro? Gute Frage, ich weiß es nicht. Sie waren auch nicht als Wahrsager angeführt, sondern als Chefvolkswirt. Insofern vielen Dank für den Besuch.